Broschüren und Parteispenden, wenn ihr ehrliche Kaufleute sein wollt, die ein sicheres Produkt verkaufen? Warum ist es euch egal, wenn nach wie vor nicht geklärt ist, wie und wo der Atommüll eingelagert wird und wer die jahrhundertelange Überwachung bezahlen soll? Wir haben kein Vertrauen mehr in eure Zuverlässigkeit und gute Gründe, die Risiken der Atomtechnologie abzulehnen. Deshalb demonstrieren wir heute, wir wollen den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie. Hätte verhindert werden können. Spätestens seit Harrisburg und Tschernobyl wissen wir, dass Atomkraft keine Fehler duldet. Schon damals, vor 25 Jahren, hätten wir die Konsequenzen ziehen müssen. Den Fehler von damals dürfen wir nicht noch einmal begehen. Deshalb solidarisieren sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften mit der Anti-Atom-Bewegung. Es ist endlich Zeit zu handeln. Und wir senden heute erneut ein deutliches Signal nach Berlin. Frau Merkel und Herr Röttgen, wir werden uns nicht länger vertrösten lassen. Diesmal nicht. Wir lassen uns nicht länger einlullen. Wir haben genug von Beschwichtigungen, Verharmlosungen und Lügen. Wir wollen jetzt raus aus der Atomenergie. Den Atomausstieg im letzten Herbst rückgängig zu machen. Die Bundesregierung ist damals vor der Atomlobby eingeknickt. Sie hat jetzt eine Chance zu beweisen, dass sie auch verantwortlich zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger handeln kann und nicht nur zum Wohl der Energieriesen. Sie muss sich endlich aus den Ketten der Atomlobby befreien. Alle jetzt abgeschalteten Atommeiler dürfen auf keinen Fall wieder ans Netz gehen. Wir brauchen einen breiten politischen Konsens darüber, wie wir alle anderen AKWs so schnell wie möglich stilllegen können. Technologisch und finanziell machbar ist.
wenn der Strom aus alternativen Energien zunächst auch vielleicht einen oder eineinhalb Cent je Kilowatt teurer wird, so wird er nach 2020 deutlich billiger als heute, weil die Treibstoffe Wind und Sonne keine Kosten verursachen und dann ist das volkswirtschaftlich durchaus zu verkraften. Wir müssen die Atomkraftwerke abschalten, weil sie unsere Sicherheit und die Sicherheit der nachfolgenden Generationen massiv gefährden. Sie sind und bleiben tickende Zeitbomben. Unsere Sicherheit ist das wichtigste Argument für den Ausstieg, aber nicht das einzige. Auch die Zukunft des Industriestandorts Nordrhein-Westfalen hängt von einer sicheren und sauberen Energieversorgung ab. Die energiepolitische Wende bietet die große Chance, neue und anständig bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch bessere Strategien zur Einsparung von Energie. Denn die beste Energie ist die, die gar nicht produziert wird, weil sie nicht gebraucht wird. So umgerüstet werden, dass sie deutlich weniger Energie verbrauchen, können Zehntausende Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen entstehen. Und zwar Arbeitsplätze, die gut sind für die Umwelt, die gut sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die gut sind für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industrielandes. Die Chancen, die der Atomausstieg bietet, darf die Politik nicht vorüberziehen lassen. Deshalb brauchen wir jetzt ein zukunftsfähiges Konzept, wie die energiepolitische Wende zum Nutzen aller gestaltet werden kann. Und wir brauchen für NRW einen demokratisch diskutierten Masterplan, der Umwelt und Industrie endlich miteinander versöhnt und uns vor Ort handlungsfähig macht. An die Bundesregierung, an den Bundestag und den Bundesrat sind klar. Die Atomenergie ist keine Brückentechnologie. Diese Brücke ist in Fukushima endgültig eingestürzt. Wir wollen mehr Investitionen in erneuerbare Energien und in die Techniken zur Energieeinsparung. Davon profitieren die Umwelt, die Industrie und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und hört endlich auf, den Beschäftigten Angst zu machen. Die deutsche Wirtschaft wird ohne Atomstrom nicht zusammenbrechen. Es gibt genügend Alternativen, man muss sie nur wollen. Machen wir ernst und wir haben gemeinsam die Kraft dazu. Glück auf!